Achso. Okay. Nee, da, das war ja krass. Bauplan freigeschaltet, kleine. Das war ja gerade echt. So, erstmal an den perversen Kasten wieder. Verbrauchsobjekt. Ach, guck an, jetzt kann ich sie mir selbst sogar herstellen. Das finde ich sehr schön. Ich hätte noch vorher mein Inventar. Ja, wir wissen, dass du viel mehr kannst. Ein mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja. Oh ja, ich habe Dinge gespürt, die habe ich vorher noch nie gespürt. Du hast meine Welt erschüttert. Oh. Damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Das Ding, ne? Der Fabrikator braucht Ressourcen. Ja, ja, das Ding Ressourcen braucht, das wissen wir auch. Und das will unbedingt mein Schwert haben. So. Dann grüße ich erstmal den Dodo. Warum hat sie deinen Tag versaut? Hä? Achso, nicht mich. Gut. Ich kann noch nicht hören, bin gerade auf dem Heimweg. Achso, okay, gut. Winke, winke. Mit dem Dodo gewunken. So, von dort sind wir gekommen. Ich wollte bloß noch nachgucken, nicht, dass hier noch irgendwie was ist, was wir jetzt übersehen hatten von den Türen. Aber nö. Gut. Weil das Ding da so leuchtet, finde ich immer noch krass. Gut. So, wie mache ich denn jetzt eigentlich diesen Rundschlag? Gefällt mir. Magie kann ich nicht drücken. Anderes Menü. Wo findet man dann? Warte, Hintergrund. Und wo war? Hier drinne. Will man sich das ja hier mal anhören, ne? Okay, Karte haben wir noch nicht. Jetzt gedacht. Anders. Die Hexe möchte die. Arrogante Wovas. Was ist denn mit den schwarzen Wovas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehle und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Okay. Ich hoffe nur, das verschwindet irgendwo noch da unten links. Oh, da sollte ich vielleicht nicht reinspringen. Irgendwie mal so eine Taschenlampe. Ich dachte, Tiere waren meines Erachtens. Was? Achso, das geht gar nicht um mich. Ich bin gerade wieder zweitrangig. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön?
Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Was ist denn mit den schwarzen Wovas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehl und ab. Sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ich... Der Nebenraum ist abgeschlossen. Na, das ist ja mal wieder typisch. Fingerschnipsen wird hier nicht reichen. Ich brauche einen Schlüssel. Und lass mich raten, dieses Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Das kann man auch falsch verstehen. Müssen, da habe ich mir schon gedacht. Was ist das denn für ein Teil? Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. EMP ab. Und das? Noch die Fähigkeit, ne? Wir haben aber nicht erfahren, wie man die einsetzt. Grüß dich, Dioskuchen. Oh, Dankeschön. Die Anlage ist mit Überwachungskamera ausgestattet. Wenn Sie den Spieler entdecken, lösen Sie einen Alarm der Stufe 1 aus. Rufen alle Roboter in der Nähe herbei. Wenn der Spieler gegen die Roboter kämpft, wird der Alarm auf Stufe 2 erhöht und Verstärkung angefordert. Die ist super. Du kannst eine Überwachungskamera ablenken, indem du etwas in eine andere Richtung wirfst oder sie per Schock vorübergehend deaktivierst. Dafür müsste ich aber wissen, wie ich das aktiviere. Jo. Ja. Ich glaube, da duscht noch einer. Hallo? Nee. Oh, die Kloschüsseln sind hier wieder scheiße dreckig. Dusche und Klo in einem, das ist doch hervorragend. Kannst kacken und dich duschen gleichzeitig. Was für ein Luxus. Das F gedrückt und lass wieder los und dann direkt aufzuheben und bis zum Werfen halt F gedrückt. Wow, du hast es super geworfen, Digga. Mal. Will dir das jetzt nicht werfen? Was? Wieso wirft denn der das nicht? Ich kann aber auch nicht alles annehmen. Hm? Grüß dich, Viano. Grüß an deinen Mann. Jetzt offenbar, ja? Das Ding muss mich echt verarschen.
Regierung erschlagen? Danke. Aber nicht hier irgendwo noch ein Roboter? Das Ding austesten. Okay, so toll ist es nicht. Ja, also der schwere Schlag ist definitiv besser. Und bei nächster Gelegenheit mal umändern. Bei vielen Gegnern bringt es was, aber wo? Hey, danke für die Grüße, Fiona. Ist hier noch jemand lebendig drin? Ich glaube, so schnell werde ich nicht auf lebendige Leute treffen, wa? Irgendwie sind die alle hin. Mann, die haben schon das Zeitliche gesegnet und ich bin noch nicht mal dran schuld. Nicht voll hart. Jetzt ist es auch noch nicht so ganz ausgeklügelt. Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja. Aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Achtung! Alle Mitarbeiter, die ihre Mitteilung erhalten haben, müssen sich bis Ende des Tages bei der Sozialkontrolle melden. Zu Niederhandlungen. Hey, Chuck. Charles! Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Sind sie auch? Natürlich sind sie es. Deshalb trifft Petrovs Verrat das Herz des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Dieser Mistkerl. Ist schon hart eigentlich, ne? Also wird es eigentlich meistens immer andersrum gespiegelt mit den Amerikanern, ne? Von der Seite unbedingt. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13. in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Okay. Falls du die Zeit hast zum Vorlesen, bitteschön. Dankeschön. Rauchen verboten. Ich möchte dich in Kenntnis setzen, dass sämtliche Programme zur Kultivierung neuer Tabakvarianten vorerst einzustellen sind.
Offiziell erfolgt dies im Rahmen der Bemühungen der Reinigung, das Rauchen einzudämmen. Inoffiziell wurde nach Stalins Tod auf höchster Ebene entschieden, die Regierung vollständig vom Rauchen und der Verwendung von Tabak abzugrenzen. Ich kann deinen Frust verstehen, zumal Alkohol, der weitaus ungesünder und gefährlicher als Tabak ist, weiter hergestellt wird. Doch ich kann nichts dagegen machen. Unfallbericht. In der Keimungswerkstatt ist es zu einem unglücklichen Unfall gekommen. Die Pflanze hat eine Studentin namens A. Nejelova gepackt, die dort tätig war. Die junge Frau wurde zwar gerettet, doch ihr Zustand ist extrem kritisch. Sie hat am gesamten Körper Verbrennungen und hat einen anaphylaktischen Schock erlitten. Sie ist bewusstlos. Das Opfer wurde auf die Krankenstation des Komplexes gebracht und muss ins Krankenhaus im Wawilow-Komplex gebracht werden. Alle Zeugen des Zwischenfalls haben Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet. Da gebe ich dir recht, Alicia. Ja, brauchen sie. Ist unhöflich, den abzulehnen. Anweisungen zum Patiententransport. Wir benötigen 4 Labormitarbeiter mit Erfahrung im Umgang giftiger Pflanzen, um das Opfer A. Nejelova zu transportieren. Statte sie mit Schutzanzügen aus. Fordere aus Pavlov ein Sonderfahrzeug mit der nötigen Ausrüstung an. Schicke A. Nejelova zur Behandlung ins Krankenhaus Pavlov. Dankeschön. Bitteschön. Naja. Was ich nicht verstehe, ist, und dann immer noch, also ich weiß klar, hier gehört hierzu, dass das irgendwie nicht. Nicht so ein bisschen, ja. Blöd. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, dass da ein Löwenzahn ist, wissen wir immer noch. Hier irgendwo so eine Kiste. Ich will hier durch. Och. Nicht durch. Was ich nicht so verstehe ist, sind ja, denke ich mal, Drähte oder Metall, ne? Warum so umständlich eine Maschine töten? Den Schlag ändern. Ja, dieses Drehen ist zwar schön und gut, aber nee, nicht dich. Finde ich den starken Hieb definitiv besser. So ganz ehrlich. Sieht zwar jetzt wieder normal aus, aber wie gesagt, ich finde den besser. Wenn P3 ein Treffer landet, kann er nicht von den Gegnern. Ja, kann ich nie mehr erhöhen. Gerade. Da haben wir noch nichts. Schaltet eine Kartuschenaufnahme frei. Hä? Die Installation eines Kartuschenmoduls kann die Klinge der Waffe mit einer dünnen Schicht eines speziellen chemischen Polymers überzogen werden. Diese Schicht verleiht ihr zusätzliche Eigenschaften, wenn sie einen Gegner berührt. Okay.
Magnetische Zubehöraufnahme? What the fuck? Was? Ey, was der Schwede alles kann, du. Mal kurz gucken. Nur noch sowas. Fuchs. Nicht toll. Okay. Die Fatboy. Alter. Das gefällt mir. Cool. Okay, da wird es definitiv noch so ein bisschen was geben. Die Munition kann man dann. Fatboy-Raketen. Alter. Kartuschenwaffen. Ah, hier siehst du, hier sind das dann diese Kartuschen, die dann dazugehören. Der Dodo kann jetzt hören. Das ist auch was Feines. So. Mal hier nochmal rein wegen der Klinge. Aber da kann ich jetzt auch nicht verbessern, weil da fehlt mir einfach. Ah, cool. Das mit den Kartuschen schon mal gut zu wissen. Wird verbessert. Betsy. Hätte ich jetzt aber. Oder habt ihr das registriert, ob es noch eine andere Betsy gibt? Nee, ne? Eine? Nö. Also die einzige Betsy. Alles klar. Sie wird geliebt, sie wird gehegt, sie wird erweitert. Wird noch abgespeichert. Und dann gucken wir mal weiter. Wo genau will er uns eigentlich hin? Ja, das stimmt ja, bei der Tür muss ich hin. Stimmt hier bei der schönen Melodie.